Hallo, mein Name ist Bettina Baumann und ich möchte nochmal über Schularbeitsangst oder Prüfungsangst sprechen, euch ein paar Tipps und Tricks geben, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Der erste Punkt wäre, lasse große Wissenslücken erst gar nicht entstehen. Frag eine Freundin oder einen Freund, die vielleicht in dem Fach, in dem dir das eher schwerfällt, gut sind oder zumindest besser sind als du und bitte da um Hilfe. Wenn es nicht anders geht, dann nimm ein paar Nachhilfestunden. Das ist wahrlich keine Schande heutzutage. Die Anforderungen in der Schule sind groß und ein ganzer Geschäftszweig lebt inzwischen sehr gut davon. Wissenslücken lassen Unsicherheiten entstehen und diese Unsicherheit könntest du so schon mal vermeiden. Der zweite Punkt ist die Festlegung. Wenn dir jemand erzählt, du bist wie der Onkel Hubert oder die Tante Beate, die war in Englisch auch eine Null, dann müssen wir ganz einfach feststellen, der Hubert ist der Hubert, die Beate ist die Beate und du bist du. Onkel und Tante sind eine andere Generation, das heißt, die sind lange vor dir geboren, in einer anderen Zeit, haben eine andere Schullaufbahn durchlaufen. Du bist du und du erlebst das, was du jetzt erlebst. Lass dich hier nicht auf ein negatives Bild festlegen. Die zweite Gefahr der Festlegung ist zu sagen, ich hatte in der letzten Schularbeit eine 5 und sehr wahrscheinlich wird es auch eine 5 oder ich bin das letzte Mal durch die Prüfung gefallen und werde es sehr wahrscheinlich wieder tun. Das ist nicht sehr clever, das ist eher die Vorgehensweise von älteren Menschen, die in die Vergangenheit schauen und dort nur Schlechtes sehen und das Schlechte nehmen und in die Zukunft werfen und sich damit ihren Lebensabend vermiesen. Du bist zu jung für diese Vorgehensweise. Mach's cleverer, einfach wie ein Beispiel im Kartenspiel. Ja? Nach jedem Spiel werden die Karten neu gemischt, es werden neue Karten ausgegeben. Das heißt, neues Spiel, neues Glück. Das heißt, die neue Schularbeit ist nicht die alte, die neue Schularbeit ist eine neue Chance. Das ist auf jeden Fall der bessere Weg oder die bessere Einstellung. Der dritte Punkt wäre, wenn dir die erste Frage zu schwierig erscheint, dann fang nicht mit dieser Frage an, fang mit der zweiten oder mit der dritten an, weil oft ist es so, dass du, nachdem du eine Aufgabe gelöst hast und gehst zu dieser ersten Frage oder Aufgabe zurück, erscheint sie dir nicht mehr so schwierig wie zu Beginn. Unser Gehirn spielt uns im Stress oft Streiche. Du kannst damit Zeit sparen. Der vierte Punkt halte ich für ganz euch wichtig, das ist die Massenhysterie. In manchen Klassen ist kurz vor der Schularbeit eine Atmosphäre, das sieht so aus, als würden kopflose Hühner im Raum herumlaufen und im allerletzten Moment feststellen, dass sie bestimmte Vokabeln nicht gelernt haben, manche Formeln nicht verstehen oder ganze Bereiche des Lernstoffes vergessen haben zu lernen. Da entsteht Panik, da entsteht Angst und das ist nichts anderes als eine Desorganisation im Gehirn, neurologisch gesprochen, die da entsteht. Das heißt, in Angst und Panik stehen hier Zugänge, bestimmte Zugänge nicht zur Verfügung. Das heißt, es herrschen sehr, sehr viele Blockaden, die in dem Moment, wo es dann losgeht, ja, wenn Fragen gestellt werden und du die logische Verbindung, die Verknüpfungen, die Abspeicherungen nicht mehr bekommst. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er schwingt gerne mit seinen Mitmenschen mit, auch manchmal, wenn es ihm nicht sehr gut tut. Und das ist genau bei der Massenhysterie oft der Fall. Massenhysterie schadet dir sehr, vor allem wenn du zur Prüfungsangst neigst. Halte dich davon fern. Ja. Der ruhige Zustand. Ja. Im ruhigen Zustand steht dir Wissen und dein Gelerntes auf jeden Fall besser zur Verfügung. Aber wie genau komme ich in diesen ruhigen Zustand? Ich habe da einen Vorschlag und zwar heißt der Visualisierung. Das ist im Coaching-Bereich, wird es sehr, sehr viel angewandt in verschiedensten
Bereichen, ich nenne jetzt einfach mal im Spitzensport. Jeder Spitzensportler erlebt vor jedem Wettkampf ähnliche Angst und ähnliche Druckzustände, wie du sie jetzt vor dieser Schularbeit oder Prüfung hast. Aber Spitzensportler haben Coaches und die machen mit ihnen Visualisierungsübungen und das kannst du auch. Visualisierung heißt nichts anderes als in die eigene Vorstellung gehen, sich etwas vorzustellen. In deinem Fall wäre es gut, wenn du schon Tage vorher diese Vorstellungen einüben würdest. Du gehst gedanklich am Tag X, also das heißt am Schularbeit- oder Prüfungstag, deinen üblichen Weg. Also du steigst in den Bus oder in den Zug, schwingst dich auf dein Fahrrad oder gehst zu Fuß, wie auch immer du den Weg machst, und zwar in Ruhe und Gelassenheit. Du betrittst das Schulgelände in Ruhe und Gelassenheit. Du gehst durch die Eingangstür, du gehst deinen Gang entlang, du hörst vielleicht die Geräuschkulisse, die da ganz typisch ist, und all das tust du in Ruhe und Gelassenheit. Und genauso betrittst du, alles gedanklich natürlich, dein Klassenzimmer oder das Prüfungszimmer, lässt die Massenhysteriker links liegen bitte, gehst auf deinen Platz zu und setzt dich dahin in der größtmöglichen Ruhe und Gelassenheit, die du in deiner Vorstellung herkriegen kannst. Du bekommst dein Blatt mit den Fragen, mit den Angaben. Mit Klarheit und Besonnenheit fängst du an, das zu lesen und nach die Fragen und Aufgaben zu beantworten. Du schreibst es alles nieder mit Klarheit und Besonnenheit. Wenn du fertig bist, gibst du deine Arbeit ab und verlässt den Raum in der gleichen Ruhe und Gelassenheit, wie du ihn betreten hast. Diese Visualisierung musst du öfters machen. Das geht nicht nur, wenn du die einmal oder zweimal am Tag machst. Spiel diesen Weg, diesen Vorgang gedanklich mehrmals durch, und zwar in deiner größtmöglichsten Vorstellung von Ruhe und Gelassenheit, von Klarheit und Besonnenheit. Das Ganze hat zum Ziel, dass du diesen Weg, diesen Vorgang an diesem Tag als Routine empfindest. Und wo Routine ist, ist Stress, Panik und das alles draußen. Versuch's bitte, das ist eine sehr effektive Art und Weise, mit Brennpunkten umzugehen. Geh diesen Weg, stell's dir immer wieder mal vor und du wirst sehen, du gehst in ganz anderer Form, ja, in ganz anderer Tagesform am Tag X zu deiner Prüfung oder zu deiner Schularbeit. Der nächste Punkt klingt dagegen sehr banal und sehr langweilig, aber er ist es nicht, und zwar es geht um Essen und Trinken. Unser Körper ist wie ein kleines Kraftwerk und ohne Energie geht dann nichts vorwärts. Das heißt, bitte iss irgendetwas, und sei es ein halbes Stück Brot, ein Joghurt oder ein Apfel, um diesen Stoffwechsel, der nicht nur im Körper, sondern vor allem im Kopf stattfindet, überhaupt mal auf Trab zu bringen. Und was noch wichtiger ist als das Essen, ist das Trinken. Die Flüssigkeitszufuhr ist enorm wichtig für das Gehirn. Ohne diese Flüssigkeit herrscht hier oben die Wüste Gobi. Das heißt, dieses Denken, also logische Denkvorgänge, Kapazitäten da aufzumachen, ohne Flüssigkeit ist sehr schwer. Trinken aber bitte nicht zu zuckerhaltig, nicht zu süß. Der Zucker bringt uns im ersten Moment sehr, sehr viel Energie, die aber nach 25 Minuten stark abfällt. Das heißt, der Körper und der Geist werden müde, und das ist zu bedenken, vor allem wenn du Arbeiten oder Prüfungen hast, die länger als 45 Minuten dauern. Es wären andere Getränke, wären da eben sinnvoller. Ich fasse nochmal zusammen, Wissenslücken nicht groß werden lassen, da entsteht Unsicherheit, wenn ihr sowas spürt. Die Festlegung auf irgendwelche Verwandtschaft oder Onkel, Tante oder sonst jemanden, bitte ablehnen. Du bist du, ist ganz klar, ohne Diskussion.
die gedankliche Festlegung auf die 5 oder auf die durchgefallene Prüfung ebenso ablegen. Neues Spiel, neues Glück. Den Ablauf der Fragen bei Bedarf, wenn dir eine Frage zu schwierig erscheint, bitte mit einer anderen beginnen. Die Massenhysterie, haltet euch raus, ja, rettet euch und euer Gehirn, haltet euch aus dieser Panikmache raus. In Ruhe und Gelassenheit steht euch euer Gelerntes zur Verfügung. Die Visualisierung, bitte probiert es, es ist wirklich eine tolle Sache, mit der ihr selber ja mit einfachsten Mitteln und wenig Zeitaufwand sehr, sehr viel erreichen könnt. Geht in eure Vorstellung ist sehr viel mächtiger, als ihr euch das jetzt im Moment vielleicht vorstellen könnt. Vergesst nicht zu essen und vor allem zu trinken, damit auch der Körper und der Geist dementsprechend versorgt sind. Ich hoffe, dass ich euch mit diesen Sachen ja ein bisschen helfen konnte, euch ja für die Schularbeit, für die Prüfungsmöglichkeit oder Möglichkeiten aufgezeigt habe, die euch da helfen können. Ich wünsche euch viel Glück für all das, was ihr vor euch habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.